Herzlich willkommen zum WTT Young Leader Award 2012. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jedes Jahr sehe ich solche Studierende, die erstmals ihr Praxisprojekt mit der Wirtschaft starten. Und solche, die bereits 2 oder 3 Praxisprojekte auf dem Buckel haben. Ich stelle bei Letzteren fest, es sind gereiftere, souveränere, gesund, selbstbewusstere Persönlichkeiten geworden. Sie haben mehr Aura. Sie haben ein erhöhtes Gespür für den Markt und für das Innenleben von Unternehmen entwickelt. Warum das? Sie haben harte Projektarbeit während 4 bis 7 Monaten auf dem Boden der Realität geleistet, eine Aufgabe gelöst, die sonst das Unternehmen mit den eigenen Leuten oder mit einem Beratungsunternehmen hätte stemmen müssen. Sie sind vom Management und vom begleitenden FIS-Coach immer und immer wieder in die Zange genommen worden. Und gleichzeitig kämpften sie mit dem elenden Zeitdruck auf ein fixes Datum hin, den Auftrag abzuschließen und gleichzeitig die definierten Ziele zu erreichen. Praxisprojekte kennen keine Projektverlängerungen, wie man das durchaus in der Wirtschaft sonst kennen könnte. Die Spitze dieses FIS-Studierendentyps werden Sie heute auf dieser Bühne des WTT Young Leader Awards sehen. Die Spitze aus rund 350 Studierenden, aus 60 Praxisprojektteams, jenen in Marktforschung und Managementkonzeption. An dieser Stelle danke an alle hart am Ball spielenden FIS-Studierenden, FIS-Projektcoaches und Praxisprojektauftraggeber und an das Umfeld all dieser. Sehen und hören wir aber erst die Grußworte von solchen, die natürlich längst gereifte, souveräne und gesund selbstbewusste Persönlichkeiten sind. Es vielleicht schon immer waren. Die erste Persönlichkeit. Er muss noch 140 Mal schlafen. Dann zieht er ins höchstgelegene Büro von St. Gallen City, ins Fachhochschulzentrum beim Bahnhof Nord. Er sagt zum Standort der FIS St. Gallen, zum neuen Standort der FIS St. Gallen, von der Train Station zur Brain Station. Er selber bringt schon sehr viel Brain mit, hören Sie selber. Hier ist er, der Rektor der FIS St. Gallen, Professor Dr. Sebastian Wörwack. Rätin Kollerbolf, geschätzte Regierungsräte Würth und Schlepfer, geschätzte Sponsoren und Preisstifter am heutigen Tag, werte Mitglieder der kantonalen Parlamente und natürlich auch der Auftraggeberschaft aus der Praxis, liebe Studierende, werte Anwesenden. So sieht also jemand Gereiftes aus. Ich danke Peter Müller für die schmeichelhaften Einführungsworte und auch wenn es noch 140 Tage sind, wir können fast nicht mehr schlafen, bis es soweit ist. Wir freuen uns auf den Neubau. Doch heute zum Young Leader Award 2012. Geschätzte Anwesenden, Sie kennen sicher den Spruch oder die Weisheit, dass wer einen Bären waschen möchte, auch bereit sein muss, sein Fell nass zu machen. Übertragen auf unsere Studierenden heißt es, dass in einem praxisorientierten Studium der Betriebsökonomie Studierende, welche sich auf die Praxis vorbereiten wollen und sollen, auch ihr Fell nass machen müssen, indem wir sie in ihrem Studium pro Jahr einmal in eine konkrete Praxissituation bringen, mit realen Auftraggebern, anspruchsvollen Fragestellungen, welche sie im Team über 4 Monate bearbeiten und lösen werden. Das ist für viele ein recht elementarer Schritt im Rahmen ihres Studiums, so nah, so direkt innerhalb der Praxis arbeiten zu können. Man kann es vergleichen, vielleicht ein bisschen die persönliche Erfahrung mit dem Sprung ins kalte Wasser vom 3-Meter-Brett. Und vielen Studierenden geht es auch so. 4 Phasen.
Zum ersten Mal der Sprung selbst. Wir bieten keine Badeleitern an. Der Sprung in die Praxis ist ein totaler, das heißt, man geht eigentlich mit allem als Team in eine konkrete Praxisherausforderung. Da wird nicht im seichten Wasser ein bisschen die Unterarme mit etwas Wasser angenetzt. Nein, das ist ein Sprung Kopf voran in die Praxis. Den Mut und die Bereitschaft müssen die Studierenden aufbringen und ist auch nachher eine wesentliche Voraussetzung in der Praxis, mit dem gleichen Selbstvertrauen, mit dem gleichen Mut eben auch agieren zu können. Im Wasser drin kommt die Phase des Eintauchens und gerade bei den Praxisprojekten ist die Phase des Eintauchens, die Summe der Informationen, die Summe der Herausforderungen und Fragestellungen ein tiefes Eintauchen. Unsere Studierenden und so wie auch beim Sprung vom 3-Meter-Brett, mit Vorteil hält man zuerst einmal den Mund, sonst schluckt man einen Haufen Wasser, produziert nur Luftblasen, sondern lässt sich überhaupt mal ein auf das, was einem da begegnet, um dann Phase 3 wieder aufzusteigen, die Bemühungen möglichst schnell wieder aufzutauchen. Und auch das, das ist nicht damit getan, dass man irgendwie freudig etwas herumplanscht im Wasser. Das ist auch nicht mit geriatrischem Wassertreten oder mit sonstigen panikartigen Bemühungen unter Wasser getan, sondern mit einem zielstrebigen Kopf nach oben bringen, über Wasser kommen, Augen auf, Mund auf, wieder atmen. Das ist die Erfahrung, die viele Studierende auch in ihrem Praxisprojekt machen. Und jetzt werden sie zu Schwimmern. Schwimmern dann, wenn es ihnen gelingt, die Oberkante der Unterlippe oberhalb der Oberkante des Wassers zu halten, alles andere funktioniert nicht, um dann einen Punkt am Ufer zu fixieren, wo die Lösung vielleicht warten kann und dann zielstrebig durch koordiniertes Bewegen von Beinen und Armen dem Ufer entgegenzuspringen. Auch das braucht Ausdauer. Der Weg ist manchmal weit bis zum Ufer. Das sind Fähigkeiten, wo aus Studierenden Schwimmer machen. Schwimmer, die nicht in der Praxis sich treiben lassen, die nicht rumrudern, sondern wirklich zielorientiert schwimmen können. Eine wichtige Praxiseigenschaft, wo es auch nachher am Arbeitsplatz braucht. Darüber hinaus, und von Peter Müller bereits auch erwähnt, ist es aber auch das Praxisprojekt eine Form von Persönlichkeitsschulung. Ich habe immer wieder das Vergnügen, mit jungen Studierenden ihre Präsentation anzuschauen oder jetzt in der Juryarbeit auch ihre Arbeiten zu sehen. Und da wachsen Persönlichkeiten heran, mit Ecken und mit Kanten, mit einer Eigenständigkeit, mit auch Witz, wo, denke ich, viel wichtiger sind als Führungsfähigkeiten, als nur das Beherrschen der Fachkompetenzen. Mir kommt da oftmals so der Spruch, wie Tucholsky einmal seinen Freund Lichtenberg, auch einen jungen Wissenschaftler, beschrieben hat. Tucholsky sagte von seinem Freund, ein Geist, ich muss schauen, dass ich das zusammenbekomme, ein Geist wie ein Rasiermesser, ein Maulwerk wie ein Dreschflegel, ein Verstand wie ein Florett und ein Herz wie ein Blumengarten. Das sind die Eigenschaften, die vielleicht genau die Young Leader von morgen ausmachen. Ein Verstand wie ein Rasiermesser, ein Maul, also reden können wie ein Dreschflegel und aber eben auch klarer Verstand wie ein Florett und ein Herz wie ein Blumengarten. Freuen Sie sich mit mir, auf die jungen Studierenden Einblick zu nehmen in ihre Arbeiten, in ihre Leistungen, in die Art und Weise, wie sie die Praxis heute bewältigen. Freuen Sie sich mit mir auf einen Einblick in die guten Praxisprojekte 2012. Ich wünsche Ihnen, wünsche uns und wünsche euch, lieben Studierenden, einen schönen Abend. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Sebastian Wörwack. Zweite Persönlichkeit. Er sagt von sich, Politik liegt mir im Blut. Ich sah das schon, als wir gemeinsam die HSG-Bank drückten. Er in der ersten Reihe debattierend, ich ganz zuhinterst, mucksmäuschenstill, mit offenem Mund staunend. Er spielt heute nach 16 Jahren Kantonsrat in der höchsten politischen kantonalen Liga, wenn er nicht gleich mit dem FC Wagen auf Torjagd geht. Wobei er dann gegen FC St. Gallen-Goli Daniel Lopar, ist heute im Saal, wohl keine Chance hätte. Heute ist er da aber als Volkswirtschaftsdirektor des Kantons St. Gallen. Ganz herzlich willkommen, Regierungsrat Benedikt Würth. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die nette Einführung, Peter Müller. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen am
WTT Young Leader Award. Nach wie vor eine wirklich tolle Begegnungsplattform für Studierende, Wirtschaft, Forschung, Professoren. Und diese Akteure machen schlussendlich auch einen Schmelztiegel der Innovation. So würde ich das heute Abend durchaus bezeichnen. Und ich glaube, Sie sind mit mir einig, wenn ich sage, die Innovationskraft unserer Ostschweizer Industrie ist letztlich entscheidend für den Wohlstand in unserer Region. Und ich glaube, wir machen in dieser Beziehung sehr viel und das ist sehr erfreulich. Der neue Turm der Fachhochschule ist bereits erwähnt worden. Ich habe gehört, 140 Tage dauert es noch, das freut uns. Ich kann nach wie vor gut schlafen, ich glaube, es wird fertig, Sebastian Wörwag. Die Uni wird ausgebaut oder ist ausgebaut worden und wir haben bereits wieder Pläne für einen nächsten Ausbau. Am letzten Sonntag hat die St. Galler Bevölkerung Ja gesagt zum Forschungszentrum an der Hochschule Rapperswil. Und heute Mittag hat der Kantonsrat einstimmig beschlossen, das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal zusammen mit dem Fürstentum Liechtenstein zu schaffen. Und schlussendlich haben wir hier in St. Gallen, in der Region St. Gallen, eine positive Aktivität in Richtung Schaffung eines Innovationsparks in St. Gallen-Gossau. Eine Innovationsoffensive durchaus. Und ich glaube, Innovation allein Glück genügt natürlich nicht. Es braucht dazu auch offene Märkte. Es braucht den Zugang zu den Märkten. Und die EU ist selbstverständlich nach wie vor unser wichtigster Handelspartner. Das wollen wir absichern über die bilateralen Abkommen. Aber wir müssen gerade in der heutigen Zeit auch über den Euroraum hinaus denken. Die Wirtschaft macht das schon längst. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Region Wiel sind bereits über 40% der Exporte in einem anderen Währungsraum als den Euroraum. In der Politik versuchen wir mit Freihandelsabkommen diese neuen Märkte noch besser zu erschließen. Aktuell diskutieren wir über ein Freihandelsabkommen mit China. Es ist politisch kein einfaches Dossier. Und trotzdem, wir brauchen solche Abkommen, um auch Arbeitsplätze hier in der Ostschweiz zu sichern und zu erhalten. China wird zur größten Volkswirtschaft in der Welt. Und die Ostschweizer Unternehmen, die Großen, haben seit Jahren darauf hingearbeitet, in diesen Märkten auch präsent zu sein. Die KMUs machen sich auch immer mehr Gedanken hinsichtlich Markteintritt in China. Und da fragt sich, was die Politik machen kann. Denn die großen Unternehmen haben die eigenen Ressourcen, um solche Markteintritte zu planen und zu realisieren. Aber für KMUs müssen wir auch Hilfestellungen bereithalten. Und das Asia Connect Center, das wir im Verbund der Ostschweizer Kantone, die beiden Appenzell, Thurgau und St. Gallen mit der Universität realisiert haben, ist eine solche Plattform, um den KMU konkret zu helfen bei diesen schwierigen Marktbeurteilungen und Markteintritten. Umso mehr freut es mich, dass auch die Praxisprojekte auf diese neuen Märkte ausgerichtet sind. Es ist entscheidend, dass die jungen Wirtschaftskräfte sich eben in einem globalen Umfeld bewegen können und ihre berufliche Erfahrung und ihr theoretisches Wissen in diesen Praxisprojekten eben auch zum Tragen bringen. Das duale Bildungswesen, geschätzte Damen und Herren, ist ein Erfolgsfaktor für die Schweiz. Und die Chinesen beneiden uns um diesen Erfolgsfaktor. Ich hatte die Gelegenheit, bei der Wirtschaftsmission von Bundesrat Schneider-Ammann dabei zu sein als Kantonsvertreter. Und der chinesische Bildungsminister beneidet uns um dieses System. Das kann ich Ihnen versichern. Ich gratuliere allen Preisträgern für das große Engagement, für die großen Arbeiten, die sie im Rahmen dieser Projekte geleistet haben. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wie ein Preisträger letztes Jahr das gesagt hat. Dieser Award ist die Krönung des Studiums und fast noch wichtiger als der Abschluss. Ich glaube, das ist auf den Punkt gebracht, was dieser Event ausmacht. Und ich bin beeindruckt, wie es die FHS immer wieder schafft,
solche Projekte zu akquirieren. Und ich danke in diesem Kontext auch den Dozierenden, namentlich auch Peter Müller. Ich danke aber vor allem auch den Unternehmen, die immer wieder als Partner für diese Projekte bereitstehen. Ich möchte Ihnen allen viel Erfolg wünschen auf Ihrem künftigen Lebensweg. Innovation und Internationalität ist der Erfolgsfaktor für die Schweizer und auch für die Ostschweizer Wirtschaft. Und unsere Region hat viel zu bieten in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Wir möchten Ihnen Perspektiven geben. Nutzen Sie diese Chancen, damit auch die Ostschweizer Wirtschaft morgen erfolgreich sein wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Regierungsrat Benedikt Würth. Wir fühlen uns sehr geehrt, Sie bei uns wissen zu dürfen. Meine Damen und Herren, und hier ist unsere Big Bands, das Duo Divan, immer am Meter die Young Leader Award dabei und auch bekannt bis nach Berlin am Saxophon. Profimusiker, Musikschullehrer und der Peter Lenzin. Am Piano ebenso Profimusiker, Barpianist und BASG-Dozent Urs Gür.